ein Filmmusikalbum aufzunehmen, das hätte längst passieren können und müssen. Jetzt habe ich es endlich gemacht. Das war ein großer Traum von mir. Man muss nichts erklären, wenn man nach L.A. geht, um dort ein Filmmusikalbum aufzunehmen. Da kommt alles her und deswegen hat es natürlich großen Spaß gemacht, diese Stimmung aufzusaugen. Wir sind alle mit Filmen aufgewachsen. Unsere gesamte Kindheit ist eigentlich von Filmen geprägt. Und wenn ich mir angucke, was ich aufgenommen habe, ist da doch einiges auch dabei, was mich schon in früher Kindheit oder auch während meiner Zeit in der Schule eigentlich schwerst beeindruckt hat, vor allem musikalisch. Wir waren in der Lage, im East-West-Studio aufzunehmen, auf dem Sunset Boulevard. Das ist ein Studio, was Frank Sinatra mal irgendwann gegründet hat, weil er offenbar das Gefühl hatte, dass er doch eher unabhängig sein wollte von allen. Und da sind Sachen wie My Way und auch New York, New York aufgenommen worden. Die Eagles haben dort viele Platten gemacht. Und die Nähe zu den Filmstudios, die alle im Umfeld dort zu finden sind, die ist positiv. Die Trompete hat in der Filmmusik, glaube ich, immer eine relativ gewichtige Rolle gespielt, wenngleich die ursprüngliche Funktion der Trompete, nämlich als Militärinstrument, offenbar im Zusammenhang mit Filmen immer wieder stark zur Geltung kommt. Also ich sag mal etwas salopp, es werden allzu oft amerikanische Flaggen zusammengefaltet, übergeben, wenn die Trompete ertönt und umgedreht. Das ist einfach so, aber die Trompete kann natürlich viel, viel mehr. Und es gibt unglaublich schöne Trompetenmelodien, verdammt in alle Ewigkeit zum Beispiel, oder nicht zuletzt auch irgendwie der Pate. Die Herausforderung für mich war in der Tat eigentlich eher, mir die Filme zu nehmen, die mich bewegt haben, die vielleicht auch die Menschen bewegt haben und vor allen Dingen zu prüfen, ob es Melodien gibt, die nicht mit Trompete eingespielt worden sind, aber mit Trompete auch funktionieren. Happy ist einfach eine Nummer, die im Nachhinein erst als Filmmusiknummer wahrgenommen wird, weil der Hit viel größer ist als der Film eigentlich unterm Strich. Und es ist eine Art Nebenprodukt. Wir hatten einfach Lust, das zu machen. Wir saßen im Studio, alles andere war schon aufgenommen und jetzt gibt es den Track auch noch. Und ich bin ziemlich happy. Ich glaube, man darf keine Angst haben vor berühmten Melodien. Sie bleiben, was sie sind und man selbst bleibt es auch.